Hallo Klingenabendler, wir sind hier bei Game Factory. Neben mir steht der Rolf. Hallo Rolf. Hallo Klingenabendler. Jetzt möchten wir euch Doodle Rush vorstellen. Es ist ab 10 Jahre, 3 bis 6 Spieler und ich habe erst falsch geschaut, aber es stimmt wirklich, 6 Minuten Spielzeit. Ja, das lässt sich einfach erklären, wenn ich das Spiel erkläre. Es ist ein super rasantes Kritzelspiel und das funktioniert ganz einfach. Jeder Spieler hat 6 Zeichnungstafeln vor sich liegen. Er bekommt 6 Begriffe und er muss auf diese 6 Tafeln diese 6 Begriffe zeichnen. Es funktioniert ganz einfach, 1 Minute zeichnen, 1 Minute raten, 1 Minute zeichnen, 1 Minute raten, 1 Minute zeichnen, 1 Minute raten, dann haben wir die 6 Minuten beieinander. Und in dieser Zeit müssen so viele wie möglich seiner Zeichnungen erraten werden. Gleichzeitig muss er die anderen erraten. Und das ist eigentlich schon die ganze Hexerei. Das geht super turbulent zu. Es ist natürlich in der Raterunde extrem laut, weil alle gleichzeitig spielen. Und man natürlich wild durcheinander ruft. Und so versucht man, seine Zeichnungen loszuwerden und gleichzeitig die Zeichnungen zu bekommen. Für jede Zeichnung, die man errät, bekommt man einen Punkt. Für alle Zeichnungen, die man nicht losgeworden ist, gibt es halt Strafpunkte. Ein absolutes Fun-Spiel dann in dem Fall, schnell für Montagsmaler etc., für jeden eigentlich was. Das Coole daran ist, richtig, grundsätzlich ja, natürlich. Das Coole daran ist, dass eben alle involviert sind. Wir bei den meisten Zeichnungsspielen ist ja einer am Zeichnen, dann schaut einer zu, dann muss man warten und so weiter. Aber hier kann einfach jeder loslegen und das Kritzeln, das kann halt jeder. Das ist das Schöne dran. Wir haben aber auf den Karten trotz allem eine einfache Seite, auch immer relativ, und eine sehr anspruchsvolle Seite, wo dann die Wörter entsprechend anspruchsvoller sind. Dann sage ich dir herzlichen Dank. Gern geschehen, danke.